So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte hier eine Aufzeichnung direkt, da um 8.10 Uhr noch nicht so viele Leute im Stream sind. Und man kann sich das dann hinterher in Ruhe anschauen. Hier der Risikohinweis. Und da es sich eh hauptsächlich um die US-Märkte dreht, ist es nicht zeitkritisch. Dann fangen wir auch gleich mit den US-Märkten an. Ich habe gestern ja eine Sondersendung kurz präsentiert und das eben aufgezeigt, was sein kann. Nun mal, dann kommen wir zum Übeltäter, sage ich mal. Aber es ist ja noch nicht wirklich dann, was passiert. Es muss sich ja dann erstmal fortsetzen. Nachbörslich, wie ich es beobachtet habe, gab es kurz einen Move nach oben, der aber dann eben danach etwas abverkauft wird, aber eben auch nur etwas abverkauft wird. Also rund 2% liegt dann die Aktie minus, dürfte eben hier in den Bereich dann vielleicht eröffnen. Bei rund, ich kann auch noch mal nachschauen, was wirklich dann die letzten nachbörslichen Kurse waren. Ja, 115, wie eben vermutet, wird es dann hier vielleicht eine Öffnung geben. Sollte im Tagesverlauf, also auch im europäischen Handel, es einfach zu deutlichen Gewinnmitnahmen kommen, dann dürfte auch die Apple-Aktie sogar eben unter 114 dann eröffnen. Aber mal abwarten. Aber es ist jetzt etwa so eingetreten, wie ich es im Video gestern um 16 Uhr oder 16.30 Uhr präsentiert habe oder, sage ich mal, gewünscht habe. Im Handelsverlauf hat der Nasdaq, ging eben nicht deutlicher nach unten, sondern standen wir ja schon ja, in etwa in dem Bereich. Und es gab Gott sei Dank keinen weiteren Ausverkauf. Hier ist es eben jetzt die Nasdaq im Parketthandel. Das untere Gap ist noch offen, hier ist jetzt ein weiteres Gap offen. Also hier ist es jetzt wirklich dann gefährlich, wenn der Nasdaq unter die 4880 rauskommt, also zur Eröffnung, und dann eben auch unter dieser Marke bleibt und definitiv keine Anstalten macht, die 6 oder beziehungsweise zum richtigen Gap Close sind es 10 Punkte, also wenn einfach die 10 Punkte eben offen bleiben. Das wäre für die Bären wichtig. Wir stehen, also hier stehen wir eben bei rund 4880 Punkten. Also wäre hier das Gap im Moment geschaffen. Zu den Märkten eben, oder beziehungsweise den Einzelaktien, zu den Schwergewichten. Die Alphabet-Aktie, wenn es jetzt hier eben auch böse aussehen sollte, wird unter der 800 US-Dollar-Marke öffnen oder eventuell auch sogar unter 795. Dann wäre das hier vielleicht wirklich ein Fehlausbruch. Donnerstag kommen die Zahlen, die ja nicht besonders, jetzt nenne ich es einfach nicht mal nur vom Markt aufgenommen, nicht besonders positiv ausfallen. Ich denke aber trotzdem, Alphabet hat eigentlich noch seltener enttäuscht. Also da gab es eigentlich immer Aufwärtsgaps nach den Zahlen, aber es muss ja auch nicht immer so kommen. Man sieht aber, nach den Zahlen ist absolut Bewegung drin. Auch hier, das waren die letzten Zahlen, gab es ein kleineres Gap. Also mal abwarten. Für Spannung ist definitiv gesorgt. Eine Amazon, habe ich noch gesagt, da würde ich ein neues Hoch sehen wollen. Auch nach den Zahlen und dann eher ein Abverkauf. Aber das ist auch am Donnerstag der Fall. Und hier eine Microsoft, schöne Umkehrkerze. Und hier eine Netflix-Aktie genauso, hat schon gestern ja
so eine Art Umkehrkerze nach der Rallye-Bewegung eben gesehen. Also hier passt es und könnte wirklich mein Wunschszenario auftreten. Allerdings jetzt dürfen die Kurse nicht mehr groß steigen oder keine große Gegenbewegung in der Parkettbörse erfahren. Kommen wir zum Gold und Silber. Etwas erfreulich, aber eben auch nur etwas. Die Bewegungen sind weiter eher undynamisch. Erfreulich deswegen, weil jetzt hier endlich der EMA 200 aus dem Markt genommen wird, aber wie man sieht, in der Nacht gab es keine besonderen Käufe zu beobachten. Gold hat hier ein neues Verlaufshoch generiert und ja, fehlt noch ein Stück bis zu diesem Kursziel. Sonst, ja, wie gesagt, die Muster hier in der Stundenchart könnte es passen. Dafür, dass ja, darf Gold theoretisch nicht unter 1268 mehr fallen. Silber hat jetzt hier auch über dem EMA 200 geschlossen. Dieses Hoch vom 24. nicht rausgenommen. 1787 oder 86 war heute das Tageshoch. Ein Stück über dem gestrigen Hoch. Das ist eben auch leicht positiv zu sehen. Allerdings, wenn man es jetzt hier im Stundenchart anschaut, das war der Move zu Wochenbeginn, Abverkauf, kein neues Hoch. Also da kann sich die übergeordnete, also seit eben hier, diese Abwärtsbewegung kann sich hier ja auch noch fortsetzen. Besonders bullisch nicht. Ich sehe aber trotzdem, oder ich bleibe immer noch hier mit der Einschätzung und habe noch keine Pfeile nach unten gesetzt. Allerdings fehlt halt leider etwas Dynamik. Hier die 4-Stunden-Kerze ist jetzt hier schon echt negativ. Und hier müssen die Bullen definitiv kontern. Zu Palladium noch. Da war die Kerze gestern Vormittag auch noch schöner. Gab es leichte Verkäufe. Etwa von ja, 20 Punkten, 20, oder 20 US-Dollar stieg das hier von dem Einstiegssignal ab. Jedoch nur mit der halben Positionsgröße war das ja erwähnt, weil die Umkehrkerze nicht ganz das gebracht hat. Australischer oder kanadischer Dollar hat jetzt hier das Kursziel erreicht. Da war jetzt hier mustergültiger Ausbruch auf Tagesbasis dann zu sehen. Ausbruch, Rücklauf und weiter nach oben. Und Vonovia ist zwar verkauft worden, hier ist es ein leichter Anstieg noch und wird jetzt hier vermutlich noch das Gap eben schließen wollen. 33,30. Und dann wird man sehen, wohin die Reise geht, ob jetzt hier nochmal ein Rücklauf an die 30 Euro-Marke passiert. Zum DAX eröffnet leicht schwächer, aber eigentlich, wenn man hier auf Xetra-Basis ist gar nicht groß eine Veränderung da. Also der DAX reagiert im Moment noch nicht auf die Zahlen großartig. Ich melde mich nachher im weiteren Tagesverlauf nochmal live. Danke fürs Zuhören. Bis später.